Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind jetzt hier in St. Wolfgang am Wolfgangsee. Ortrud wird uns nähere Informationen bringen. Wir werden dann um 11.50 Uhr mit der Schafbergbahn auf die Mittelstation fahren. Von dort werden wir zum Gipfel hoch wandern und uns dann dort umsehen und vielleicht auch was essen in der Himmelspforte und auf alle Fälle das 360-Grad-Panorama begutachten. Und welches Zeitfenster haben wir uns vorgenommen? Rückfahrt ist dann 15.45 Uhr. Wie lange dauert denn so eine Tour? Eine Tour dauert ungefähr, also mit der Bahn, eine halbe Stunde. Okay. Also werden wir 15:45 dann wieder unten? Genau. Und dann fahren wir auf unseren Campingplatz? Dann fahren wir zu unserem Campingplatz, der auf der anderen Seite des Sees. Gut. Kurzes Fazit. Wir haben hier einen Kuchenimbiss genommen und einen Kaffee getrunken. Und in 12 Minuten werden wir dann bergauf fahren. Nein, nein, wir sind hier nicht in Amerika, wir sind hier in Österreich. Also, laut können die Leute hier auch sein. Otti, die Reise beginnt. Otti, hast du das mitbekommen? Die Bahn hat gehupt. Vor der Kurve. Ja. Warum? Getrötet. Getrötet? Warum? Da könnte ja ein Geißbock draufstehen. Geißbock? Oder was? Eine Gams. Eine Gams? Steinbock. Steinbock. Kuh. Eine Kuh. Oder Braunbär. Braunbär und ein Wolf. Wir sind jetzt an der Schafbergalpe auf 1364 Meter mit der Zahnradbahn sind wir hergefahren und werden jetzt zum Gipfel aufsteigen. Der Aufstieg beginnt zur Schafbergspitze. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian. Wenn beim Alpenglühen wir uns wiedersehen. Warm hier. Die große Wolke ist weg und die Sonne knallt voll rein.
Ja, hallo, wir sind fast oben. Ja, bis zur Bahnstation sind es noch ein paar Meter, aber es war schon heftig. Ab und zu ist mein Puls an die Anaerobe-Schwelle gegangen, aber naja, ist halt so, wenn man untrainiert ist. Ja, also hier am Grat, da geht es schon heftig bergab, du mein lieber Mann. Kurzes Fazit. Ja, wir sind von der Schafbergalm hier hinaufgelaufen zur Schafbergspitze. In einer Stunde, 12 Minuten ungefähr. Ja, schneller als der Durchschnitt. Ja, obwohl wir stehen geblieben sind, fotografiert haben, Enzian geschaut haben. Ja. Ja. Wie heißt die eine Blume noch, die du gefunden hast? Enzian. Schlüsselblume? Schlüsselblume. Zum Schluss. Ja. Schlüsselblume, jetzt haben wir es. Ja. Gut. Und zum Glück scheint ja noch die Sonne hier. Das ist ja unglaublich. Ja. Mit einem Mal. Jetzt mit einem Mal. Schön. Ja. Gut. Also jetzt haben wir über eine Stunde Aufenthalt hier. Und dann fahren wir vermutlich um 15.45 Uhr. Fahren wir runter. Ins Tal. Jawohl, so machen wir das. Eben noch die Sonne und jetzt schon erste Regentropfen. Und natürlich auch die typischen Alpendolen. Na ja gut, verziehen wir uns hier ins Lokal und machen eine kleine Bretteljause. Jawohl, Bretteljause haben wir bestellt und der Radler. Und daran werden wir uns jetzt laben. Na dann, wohl bekommst. Nach dem Aufstieg. Ja, lass dir schmecken. Ja. Wie geht's dir denn so nach dieser Jause? Sehr gut. Hat auch? Geschmeckt, hat Kraft gegeben. Ja, mir auch, du. Ja. Dann sind wir zufrieden, ne? Mhm. Schön. Dann geht's jetzt bergunter. Ja, aber nur zur Zahnradbahnstation. Genau. Richtig. Vom Schafberg. Mhm. Nicht bis ganz runter. Nein. Schauen wir nochmal von dieser Kante dort auf die andere Seite des Berges. Ja. Der Himmelsrichtung fragt, ja? Und man schaut auf diese Giebelseite des Hauses. Wie würde dann die Antwort heißen? Da ist Norden. Jawohl. Und da fällt der Regen. Wolkenformation ansieht, ja? Das sieht ja schon besonders scharf aus hier. Wie sehe ich denn, Meckelbürger? Das ist ja mein Style hier, du. Hallo Freunde, wir haben unseren Aufstieg so kalkuliert, dass wir, als wir dann oben waren, festgestellt haben, eine halbe Stunde zu schnell gegangen. Also Mittagessen war auch nicht so langsam, haben wir schön kräftig reingehauen, haben wir auch nochmal eine halbe Stunde eingeplant, sodass wir jetzt insgesamt über eine Stunde gut haben. Jetzt sitzen wir hier in der Himmelspforte und schlagen die Zeit tot, trinken eine heiße Schokolade und Otti spielt ein bisschen am Handy. Also Wetter nicht mehr so gut. Ja, es regnet ein bisschen und sehr kühl geworden. Ja. Thank you.
gekommen. Der Tag war erfolgreich. Was sagst du dazu? Ja, war super. Hat mir echt gut gefallen. War ein bisschen anstrengend. Ja. Aber das tut uns gut, denke ich.